Hallo, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Wir haben Post bekommen. Komplett zerlegtes Armaturenbrett. Hallo, liebe Autodoktoren. Ein Teil aus der Kategorie, wer billig kauft, kauft zweimal. Nee, wer billig kauft, kauft öfters oder zweimal. Ich habe vor einem Jahr bei meinem BMW E38 wegen defekter Lüftung einen neuen Lüftungsgebläse, Original BMW und einen neuen Vorwiderstand, Zubehör verbaut. Gegen Ende letzter Saison hat die Lüftung dann sporadisch wieder nicht funktioniert. Zu Beginn dieser Saison war alles tot. Nach erneutem Ausbruch am Armaturenbrett bot sich mir dieses Bild, ein verschmorter Vorwiderstand. Habe nun zu einem Originalteil, das leider sehr teuer war, gegriffen, in der Hoffnung, dass dieser Vorgänger die nächsten 20 Jahre hält. Gruß aus Niederbayern, Max. Gruß von Bernd, von dem ihr eure Autodoktorenuhr. Gruß von Bernd, von dem ihr eure Autodoktorenuhr bekommen habt. Steht aber nicht mehr dran. Ach, die Uhr, die hier vorne hängt. Und da muss ich eine neue Batterie reintun. Die steht schon seit mehreren Tagen um 12:30. Ja, vielen Dank. Ganz lieb. Und schauen wir mal. Verschmorter Vorwiderstand. Oh ja, wow. Was soll ich sagen? Ja. Oh Max, da wird es aber noch ein anderes Problem geben. Die Problematik ist, ja, wahrscheinlich wird das der Anschluss sein, dieser Anschluss hier. Der ist total heiß geworden, wo der Hauptstrom drüber läuft. So. Und das ist eigentlich ein Zeichen von einem Übergangswiderstand. Kann natürlich auch sein, dass da innen drin was schlecht ist, aber dadurch, hier sind ja so Hülsen, die da drauf sind, so ein Stecker, der da drauf kommt. Kann man den vielleicht hier auf dem Bild auch sehen, den Stecker? Nee, den kann man nicht sehen. Und hier ist auf jeden Fall dieser Vorwiderstand drin. So, und da ist der Stecker drauf. So, und dieser Pin, der ist, ihr müsst euch vorstellen, wenn da jetzt so eine, das ist ja wie so ein Stecker, der sitzt da drauf, wie so eine Hülse. Ne? Also, Bob, der steckt so drauf. Und darüber läuft dann der Hauptstrom. Wenn du jetzt nur den Stecker da so drauf gemacht hast und nicht den Stecker mit erneuert hast, wirst du Probleme haben, weil der Stecker ist natürlich auch heiß geworden und dadurch bildet sich daran ein Übergangswiderstand. Übergangswiderstand, da heißt, der Strom fließt da durch, hat es relativ schwer, da durchzukommen. Widerstand heißt immer Wärme, Hitze und da ist Hitze entstanden. Es kann aber auch sein, dass der Schaden da innen drin liegt, das weiß ich nicht. So ein Billigteil, ich kenne die Marke hier auch gar nicht. Aber es kann auch sein, dass es an dem Stecker liegt. Also da würde ich auf jeden Fall mal schauen, Max. Nicht, dass du dir dein Eigentor schießt und das Ding wieder abfackelt. Dann kannst du mich wieder das Armaturenbrett auseinanderbauen und wieder neu machen. Gut. Aber schöne Hammerarbeit, oder? Ja. Gut. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Golf, Baujahr 1999. Und die Kunde bemängelt, dass die Klimaanlage nicht funktioniert. Dann lesen wir den erstmal aus und gucken mal, was im Federspeicher drin steht. Also Funktion Klimaanlage kann natürlich jetzt viele Möglichkeiten haben. Kältemittel kann fehlen. Ach, also gibt's grundsätzlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich würde sagen, nee, wir gucken erstmal Kältemittel. Außer sind ja Quatsch. Wir gucken erstmal, ob genug Kältemittel drin ist. Kältemittel sollte man hier in diesen Baujahren so alle 2 bis 4 Jahre auf jeden Fall überprüfen lassen. Weil wenn zu wenig Kältemittel drin ist, kann es auf Dauer zu einem Schaden kommen vom Kompressor. Wenn gar kein Kältemittel mehr drin ist, dann geht so eine Anlage, funktioniert gar nicht. Ne? Und oder wenn zu wenig Kältemittel drin ist, dann kann es sein, dass es da zu einem Schaden kommt. Gar keinen Anschluss hier drauf. Komisch. Vielleicht war da vorher schon jemand dran. Na ja, gut. Okay, wenn zu wenig Kältemittel drin ist, dann es
Kältemittel transportiert in dem ganzen Kreislauf, in dem Kühlkreislauf das Öl. Das Öl dient zur Schmierung vom Kompressor. Wenn da nicht genug Kältemittel drin ist, kann es zu einer Mangelschmierung kommen. So, jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier aufdrehe. Patrick, kannst du mal gucken. Ah, Druck ist auf jeden Fall da. Das ist jetzt niederdruckseitig. Und das hier ist hochdruckseitig. Dann auf jeden Fall ist das Druckausgleich 4 Bar, etwas unter 4 Bar, etwas unter 4 Bar. Also das scheint gut zu sein. So, dann würde ich sagen, lesen wir erstmal aus, dann war das doch der richtige Weg. Erstmal Dongel habe ich drin, Zündung ist an. Diese Klimaanlagen sind jetzt nicht besonders gut diagnosefähig. Also die neueren Modelle sind ja schon ein bisschen besser. Aber als Hilfe zur Fehlersuche ist das auf jeden Fall gut. So, und dann lesen wir den aus. Und je nachdem, was drin steht, wäre der nächste Schritt auf jeden Fall, dass wir erstmal gucken, immer grundsätzlich schauen, haben wir genügend Kältemittel drin. Also mit den Drücken müsste die Anlage zumindest anspringen. Dauert ein bisschen. Ja, jetzt bist du dran. Nix. Nächste Fehlerspeicher. Gut, jetzt kann natürlich auch der Druck da sein und die Anlage springt trotzdem nicht an oder springt an und fördert nicht genug Kältemittel, weil nicht genug Kältemittel drin ist. Dann lassen wir es jetzt einfach mal laufen. Lüfter läuft volle Pulle, damit muss die Anlage eigentlich funktionieren. Also vorne der Lüfter vom Kondensator läuft jetzt volle Pulle. Das ist nochmal ein Zeichen dafür, dass die Anlage arbeitet und oder. Also der liegt und oder zu hohen Druck hat, aber der Druck ist okay, verändert sich nicht. Das heißt, der Kompressor läuft auf jeden Fall nicht. Da kann man auch sehen, der Kompressor steht. Ja, da steht. Normalerweise müssen diese runden Dinger, die drei runden Dinger, die ihr seht, das ist die Kupplung. Und man muss sie anziehen und laufen. Das Seltsame ist, dass der Lüfter läuft. Schauen wir mal in Parameter, vielleicht, ich weiß nicht, ob er das schon kann. Also Parameter vom Klimaanlagensteuergerät, dass wir in die Klimaanlage einlesen. Und gucken, ob wir hier den gemessenen Druck der Klimaanlage auslesen können. Der hat schon einen Piezo-Drucksensor drin. Der hat also einen Drucksensor, der dem Steuergerät sagt, komm, wir haben genug Druck. Schalte die Anlage ein. Ist sie jetzt eingeschaltet? Nee, hat sogar was verändert. Also erstmal sagt sie der Anlage, wir haben Druck drin, du kannst einschalten. Und dann sagt sie der Anlage normalerweise, der Druck ist zu hoch, Lüfter dazu schalten und oder schaltet sogar ab, wenn der Druck zu hoch ist. Jetzt können wir mal gucken, vielleicht haben wir da ein Problem von dem Druckschalter, dass da... Ja, sie weiß ja nicht auch nicht. Er braucht tierisch lange, um da reinzulesen. Das hatte ich ja gerade schon das Problem. Aber das wird jetzt nicht ein Problem vom Fahrzeug sein, sondern ist eben in den Baujahren... Ist das so? Unterstützte Parameter werden jetzt ermittelt. Jetzt holt er es aus seinem Datensystem raus. So. Auswahl aufheben und dann schauen wir mal. Kompressor-Abschaltcode. Suche ich den Druck. Systemdruck. Staudruckklappen. Frischluft. Außentemperatur. Gebläse. Frischluftgebläse. Ja, super. Kann er nicht.
Okay, kann er noch nicht. Die modernen Fahrzeuge, kann man das auslesen. Okay, fangen wir vorne ganz normal an. Wir schauen jetzt erstmal, wie viel Druck haben wir oder wie viel Kältemittel ist in der Klimaanlage. Damit fängt man grundsätzlich an. Wir saugen den jetzt mal ab und dann noch nicht füllen. Saugen wir die Anlage mal ab und schauen mal, wie viel drin ist. 750 Gramm, hier kann man hier lesen, ne? R134A, 750 Gramm müssen in der Anlage sein, damit die Anlage optimal eben auch kühlt. Und das saugen wir jetzt mal ab. Das dauert eine Zeit lang. Und dann gucken wir mal, wie viel Kältemittel drin ist. Dass wir erstmal einen Grundstock haben. Damit fängt alles an und dann sehen wir weiter. In der Zeit, wo er absaugt, da haben wir noch irgendwie den Volvo, der macht irgendwie ein Pfeifgeräusch. Den hole ich jetzt mal rein und schauen wir uns gemeinsam an. Und das hier wird 10 Minuten, Viertelstunde dauern. Motorkontrolllampe ist auch an. Da hört sich an den Keilriemen. Das hört sich übel an, ey. Turbolader. Motorölstandsanlage, der gesammelte Feder. Verbrennungs 104. Gemischbank 1. Wirkungsgradkatalysator. Kraftstoff. Oh, das gibt es doch gar nicht. So viele Fehler drin. Okay, das schauen wir eben raus. Mal gucken, was. Rausgelöscht jetzt. Jetzt lesen wir nochmal aus. Alle wieder da drin. Das ist doch schön. Hey, wie geht denn das mit so einer Geschwindigkeit? Feder kurz löschen. Ich lösche den nochmal. Mach den Motor mal aus. Du hast gehört? Dann weiß ich, was das ist. Das ist so ein typisches Ding. Jetzt schauen wir mal, ob wir die. Da brauche ich gar nicht weiter zu gucken. Ich mach das nochmal, damit ihr das alle wahrnehmen könnt. Alles klar. Super, danke. Ciao. Ui, das sind Vögel drin, ne? Das sieht mal böse an. Pass auf, jetzt kommt. Das ausschalte. Ich mach die Haube dabei mal auf. Das tut mir mal einen Gefallen. Ja, mal ausschalten. Wenn ich ausschalte, so. Und wenn es dann nachzieht, also so. Hat er einen doppelten. Nee, hier. Okay, schalt mal aus. Mal nochmal, schalt nochmal ein. Hört ihr es? Mal aus. Dankeschön. Das. Warte, lass mal laufen. Lass mal laufen. Achtung. Ich glaube, die Kurbelgehäusebelüftung ist kaputt. Und der saugt sich hier. Lass mal laufen, bitte. Und der saugt sich über die Simmerringe die Luft. Pass auf, wenn ich jetzt hier aufmache und der Feder ist weg. Eindeutig. Achtung. Ja. Vögelchen. Komm raus, Vögelchen. Jürgen, mach's mal aus, bitte. Kurbelgehäusebelüftung, schauen wir uns jetzt an. Kurbelgehäusebelüftung ist dafür da, die haben wir schon 30.000 Mal erklärt, die, warte mal, ich muss das Sonder rausgeben, die ganzen Öldämpfe, die unten drin entstehen in der Ölwanne, die dürfen nicht an die Atmosphäre abgegeben werden und deswegen gibt es eine
Oh, da gibt mir gerade einen richtigen Schlüssel schon, um das aufzumachen. Deswegen gibt es eine Kuppelgehäusebelüftung. Wenn wir die jetzt einmal einfach an die Atmosphäre abgeben wollen und die ganzen Autos, die rumlaufen, die ganzen Öldämpfe, wäre mega übel. Deswegen gibt es eine Kuppelgehäusebelüftung. Das heißt, was in der Kuppelgehäuse, die Dämpfe, müssen wieder der Verbrennung zugeführt werden. Aber diese muss geregelt werden. Das heißt, da gibt es eine spezielle Membrane. Diese Membrane sorgt dafür, dass nur eine gewisse Menge an Druck an der Kurbelgehäusebelüftung zur Verfügung steht. Und wenn diese Membrane da innen kaputt ist, haben wir schon ein paar Mal gehabt, also fast ein Standardfehler, jetzt bei Volvo, ja, auch schon öfters mal gehabt, wenn da zu viel Druck zur Verfügung steht, dann saugt der eben aus allen Ecken raus. So, den kenne ich gar nicht hier so. Und das hier, hier oben ist die Membrane dran und das ist die Kurbelgehäusebelüftungsmembrane. So einen kleinen Ventildeckel hat der hier oben drauf. Gut, die machen wir jetzt mal auf. Die brechen wir jetzt mal auf. Wenn wir das jetzt aufbrechen, ist er sowieso kaputt. Kannst du nicht gucken, ob der hier über die Lüftung zieht? Kannst du doch gucken, ob der die Lüftung zieht? Ja, kann ich machen. Ja, machen wir das. Dann lass. Nebelmaschine. Ja, mach mal. Ja, kann ich auch sehen. Bevor ich jetzt aufbreche, hatte ich auch schon recht. Ja. Ja, saugt er. Da darf er nicht raus reinsaugen. Ja, da saugt er rein. Boah. Und da hätte ich auch Angst. Der Kunde hat irgendwie Angst gehabt, damit den Wagen zu fahren. Gucken wir mal, hat der Josch recht, bevor ich das jetzt auseinanderbreche. Plus, Minus. Schauen wir mal, ob der da reinsaugt, damit wir das auch sehen können. Läuft schon. Oh. Jetzt können wir hier gucken, an der Stelle darf er nicht reinsaugen. Und dann macht er, er saugt rein. Ja. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber kann man schön sehen, ne? Da saugt er den Druck rein. Junge, das habe ich aber nie so laut gehört. Ey. Boah. Du musst jetzt bedenken, wenn er jetzt da Unterdruck saugt, Papa, ne? Dann hat er auch keinen Öldruck mehr. Weißt du, was der alles an Fehler hat? Ja. Das ist unglaublich, wie viele Fehler der da drin hat. Unfassbar. So, Achtung, jetzt brechen wir die mal auf. Guck mal rein, da ist eine Membrane drin, die müsste eigentlich gerissen sein. Mhm. Da. Ja. Da ist er. Da ist der Fehler. Und dann saugt er hier komplett aus der Ansaugbrücke komplett hier drüber den ganzen Druck und dann hat er diese ganzen Fehler drin, was er gerade drin hatte. Klar, da flippt das ganze System komplett aus. Zu mager. Ach, der weiß, was er alles drin hatte. Katalysator und. Gut, da bestellen wir eben ein neues. Das haben wir relativ schnell hier. In der Zeit schauen wir mal drüben bei dem Golf weiter, wie es hier aussieht. So, 520 Gramm hat er nur drin gehabt, muss aber haben 750 Gramm. Okay, gut, das wird jetzt nicht ausschlaggebend dafür sein, dass die Anlage nicht funktioniert. Was seltsam ist, ich erinnere nochmal dran, ist, dass das Gebläse so volle Pulle läuft. Das ist normal ein Zeichen dafür, dass wir ein Druckproblem haben, also einen zu hohen Druck. Ne? Kann aber nicht sein, also hier ist auf jeden Fall nicht zu viel Kältemittel, haben wir ja auch vorhin gesehen, der Druck war nicht zu hoch, da muss er, bis das dann oben so läuft, muss er mindestens, also dass der Lüfter so angeht, muss er mindestens so einen Druck von 9 bis 12 Bar, würde ich mal sagen, und alles drüber. Okay, dann füllen wir die Anlage jetzt, das dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen, so einzelne Prozesse. Klimaanlage entleeren, nein, Vakuum erzeugen, ja, das machen wir 15 Minuten, das reicht aus, Befüllung der Anlage, ja, das brauchen wir, 750 Gramm, Additiv tun wir direkt mit rein, falls mal irgendwas noch mal sein sollte mit der Anlage, dann ist auf jeden Fall schon ein Additiv drin.
Okay, so, dann lassen wir die Anlage laufen. Und Patrick, du lass noch ein bisschen Zeit vergehen. So. Dann schauen wir mal. Okay, 750 km sind jetzt drin. Ja. 750 km sind jetzt drin. So, da wird sich jetzt nichts verändert haben. Der Druck ist jetzt auch ein bisschen höher, ne? Kann man sehen. Jetzt haben wir hier 4,5 Bar. Aber wie gesagt, dass der Lüfter so Vollgas läuft, da muss der. Da müssen wir jetzt mal messen. Das hat. Lassen das Klimagerät jetzt mal dran, damit wir die Drücke messen können. So, dann schauen wir mal. Dann messen wir jetzt mal den Drucksensor. Achso, zu dem Additiv nochmal vorhin. Das Additiv war natürlich Kontrastmittel gemeint, ne? Was wir da eingefüllt haben. Weil so Additive, da bin ich eher so immer so ein bisschen skeptisch. Die ganzen Voodoo-Sachen, die man so ins Auto reintut und danach, ist besser, ja, ist besser. Also wir haben schon viele Sachen probiert, die nicht so gut funktioniert haben, aber es gibt vielleicht auch welche, die funktionieren. Ich will mir da gar keine Aussage tätigen drüber. Aber ja, mit Additiven tue ich ein bisschen schwer, aber Farbstoff ist dann immer eben ganz klar. So, Messung starten. Hier oben ist der Druckschalter. Warte mal. So, da ist der Druckschalter. Und jetzt guck. Da ist nicht richtig zu hier. Jetzt schauen wir mal. Was da für eine Spannung rauskommt. Normalerweise, das ist also, wie gesagt, das ist ein Piezo-Drucksensor, habe ich ja vorhin schon mal erklärt. Der sagt dem Steuergerät, ob überhaupt Druck in der Anlage ist, damit dann nur der Kompressor einschaltet, weil deswegen ist ja, wenn der Kompressor laufen würde, es wäre gar kein Kältemittel mehr drin, hätten wir direkt eine Mangelschmierung, würde der Kompressor direkt kaputt gehen. Und er sagt dem Steuergerät, wann der Druck relativ hoch ist, damit er dann einschaltet und auch die verschiedenen Stufen vom Lüfter einschaltet, damit hier vorne die warme Energie, die durch die Leitungen durchgeht, die vorne aufgenommen wird im Verdampfer, hier vorne zum Kondensator gebracht wird und da abgeblasen wird. Dadurch sinkt auch der Druck. So, jetzt schauen wir mal, was der hier anzeigt. Also da haben wir plus minus. Da müssen bei dem Fahrzeug eigentlich 12 Volt anzeigen. Haben wir, ja, 12 Volt. So, das ist jetzt hier rechts und links Plus und Minus. Und schon mal eben noch ein. Da gibt es aber auch welche, nicht, dass ihr euch da vertut. Es gibt da auch welche mit 5 Volt. Die gibt es auch. Das ist auf jeden Fall ein 12 Volt älteres Baujahr. Gucken wir uns ja hier mal Minus. Dann gucken wir mal, was in der Mitte für ein Signal rauskommt. Und vor allem, was für ein Signal. Oh, wow. Wow. Wenn man die Zeitbasis hier ein bisschen verändert. Also das ist jetzt das Signal, was aus dem mittleren Pin raus, und das Signal, was zu dem Steuergerät hingeht, zum Klimaanlagensteuergerät. Und wenn ihr hier seht, die Zeitspanne ist total groß. Das heißt also, der hat hier oben 12 Volt. Und die Zeitspanne ist hier, ich sag mal 10 bis hier rüber, sind ungefähr 18 Millisekunden. Darüber berechnet er den Druck. Über diese Zeitspanne, da gibt es verschiedene Piezos, das ist jetzt hier, also verschiedene Sensoren, das ist jetzt bei dem, ist das so. Über die Zeitspanne, ob ich das hier abgerutscht hier, über die Zeitspanne gibt er dem Klimaanlagensteuergerät an, wie hoch der Druck ist. Und die ist einfach zu breit. Normalerweise ist die viel schmaler im Leerlauf. Bei dem Druck. Ich habe ja erst vorhin noch gedacht, das wäre eine Ausführung mit 5 Volt. Das gibt es nämlich auch. Also ist immer individuell. Okay, das ist in meiner Welt eindeutig der Drucksensor. Dieses Ding ist einfach zu breit. Ich würde sagen, ich bestelle einen neuen. Genau, machen wir jetzt mal die Kiste aus.
bestellen neuen. Und da gucken wir jetzt mal, das Teil von dem Volvo ist, glaube ich, jetzt auch da. Okay, dann würde ich sagen, Yoshi, ja. Bestellst du mir den Druckschalter für den Golf eben? Ja, mach ich. Danke. Gut. Dann, schauen wir uns das Teil hier mal an. Ja. Alles gut. Das bauen wir jetzt eben da drauf. Und dann schauen wir mal, ob das tierische Pfeifgeräusch von der Kiste da weg ist. So, dann würde ich sagen, lassen wir mal laufen und gucken, ob das Geräusch weg ist. Aber ich glaube, das wird... Und Fehlerspeicher. Leck mich in die Tüte, was da alles für Fehler jetzt gekommen sind. Hätte ich nicht gedacht. Ah, wow. Er war eine unglaubliche Liste. Gut. Ja, also so ein kleiner Riss, was das verursachen kann und was das ganze Auto auch ausflippt. Ne? Da kann man auch sehen, der löst sich aber auch hier wirklich. Guck mal, da kann man auch sehen, da. Total auf. Ja. Da sieht man auch schon auf den Dings die Risse drauf. Da. Ja, wer ist halt schuld? Ja, der Hans-Jürgen. Weil der schon wieder und immer noch im Urlaub ist. Aber das hat er auch verdient. Habe ich das wirklich gesagt? Ja, das hat er verdient. Okay, dann mache ich baue den eben zusammen und dann, ich glaube, das Teil für den Golf ist auch schon da. Wir gucken mal und machen wir jetzt gleich an dem Golf weiter, an den Drucksensor da rein. Und da bin ich gespannt, ob der dann läuft. So, der Drucksensor ist da. Es ist auch eine etwas modernere Ausführung von dem Ding. Ja, okay, dann montieren wir den mal. Und dann bin ich gespannt, ob meine Frequenz oder die Zeitangabe. Ach Gott, so jetzt. Die Zeitangabe jetzt bei dem neuen Sensor anders ist. Jetzt kann jetzt nichts passieren. Also da ist ein Ventil drin. Nicht, dass man jetzt denkt, okay, dann löst das jetzt von der Leitung los und dann geht pff, die ganze ganze Klimagas kommt raus. Das geht ein kurzer Pupp. Ne? Das war es schon. So, dann der neue Sensor drauf. Ah, warte mal, ganz kurz. Da gibt's. Warte mal, der hat hier einen neuen. Ich mach da einen neuen Ring drauf. Die sind manchmal sehr, 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 sehr anfällig. Nicht, dass wir dann da eine Undichtigkeit haben. Ich besorge eben einen neuen Ring. So, einmal neuen Gummiring, einmal, so. Ring am besten immer mit neu machen, bevor das da an der Stelle dahinter zu einer Undichtigkeit kommt. So. Jetzt kommt der Punkt, der Zeitpunkt, wo, naja, klar, und wenn er dem immer anzeigt, er hat einfach nur einen zu hohen Druck,
Das ist natürlich klar, dann steht das auch nicht im Federspeicher drin. Wenn das jetzt, achso, gerade den Wolf noch gebraucht. So, was hatten wir vorhin? 18 Millisekunden, ne? So. Guck da, wie das jetzt ist. Ja, jetzt hat er, ist er unten und oben hat er den kleinen Druckbereich. Ja. Klimaanlage? Ja, läuft. Ja, dann hat er dem, ist der Druckschalter kaputt, der Drucksensor kaputt. Und dann hat er dem immer einen falschen Druck angegeben. Das hat man oben an dieser langen Öffnungszeit gesehen. Jetzt sind das hier, man hat jetzt mal 5 Millisekunden gegenüber vorher. Vorher war das Bild ja genau andersrum. Das sind jetzt 5 Millisekunden. Ich glaube, die Einheit hat man vorhin. Ja, so hat man es vorhin. So kann man jetzt sehen, ne? Das sind jetzt 10, 20, hier sind 5 Millisekunden. Und vorhin waren wir ja hier bei 28. So, Lüfter geht jetzt auch langsam an. Druck steigt hier hoch. Wunderbar. Klimaanlage. Schauen wir innen drin. Klimaanlage wird schön kalt. Ja, wunderbar. Ja, mega. Sehr gut. Okay, ihr Lieben. Ja, was für ein Ding heute, ne? Ein Druckschalter. Und bei dem Volvo war ja auch total lustig, bei dem Pfeifgeräusch. Gut. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Video. Vielleicht das nächste Video immer noch alleine, nur mit mir. Ja, und mit den anderen, ne, die hier so in der Halle sind. Aber auf jeden Fall nicht mit Hans-Jürgen. Der ist immer noch in Kroatien. Gute Zeit. Bis dann. Tschüss.